Grüße, mein Name ist MC Cosmo, willkommen zu PNG Alien Isolation. Wow, hier ist ja kalt. Ach, wollen nicht hier das. Samuels, das ja, ist genau. Zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Was hat da jetzt vor? Ach so, da wollte sich ja, genau. Beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung. Unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Bis zur Stufe. Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße, Samuels, ich werde es versuchen. Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, zuerst rot. Menschliches Personal, evakuieren. Dies ist keine Übung. Warum kann ich jetzt meine Taschenlampe nicht einschalten? Rot, rot, wo ist denn rot? Man sieht ja nichts. Warum kann ich? Taschenlampe, hallo! Das sieht aus wie rot. Rot erledigt! Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Schwarz. Blau. Eine Steckdose angeschlossen. Ich nehme jetzt einfach mal hier hinten, da es so gut ist. Mal sehen, ob er drauf geht. Das war das grüne Kabel. Gefunden. Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Das sieht aus wie eine geöffnete Bodenplatte. Oh, doch nicht. Oder? Nee, leider nicht. Oh, Mann. Ein Glück ist es gescriptet. Hier rein. Jetzt müssen wir uns das wieder, immer wieder reinziehen. Ist okay. Samuels, das ist zu gefährlich. Ah, hier. Ja, das war die Geöffnung. Zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Okay. Roll zuerst. Müssen wir warten. Kann man nicht ändern. Kann ich derzeit mal was trinken? Wo muss ich mich herstellen in Zukunft? Oh, lol. Manometer. Thermometer. Echt mal, wieso macht die ihre Taschenlampe nicht an hier in diesem Raum? Jetzt geht's auf einmal. So ein Käse. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße, Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist!
Ich greife auf die Season-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, zuerst rot. Mensch, hier ist Personal. Evakuieren. Dies ist keine Übung. 25%. Rot erledigt. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Schön, wenn man so die Unterhaltung unterbrechen kann, wenn man schon vorher am Weg weiß. So, hat es den jetzt erledigt? Samuels, Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samia. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Das haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Entpuppt er sich ja doch noch als netter Mensch. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ich bin hier, tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. So, jetzt endlich. Dass wir uns das nicht nochmal reinziehen müssen. Jetzt gucke ich mich erstmal hier um. Ich bin ja einfach nur durchgerannt wie so ein Irrer. Weil normalerweise müsste ich jetzt wieder diesen Weg zurückgehen. Die Züge sind ja jetzt online, was vor uns nicht ging. Aber nochmal durch diesen Raum mit diesen vielen Syntheten habe ich keine Lust. Aber hier drin ist ja noch eine Tür aufgegangen da hinten. Zugriff gewährt. Ich hoffe, das hat sich auch gelohnt. Irgendwie nicht, ja? Was ist denn hier drin? Hier ist nix. Was ist denn das nur wieder hier für eine Verarschung? Eine Ausweiskarte. Na gut. Dafür muss man schon mal eine Tür hacken, um eine Ausweiskarte zu finden. Das ist ja Pflicht, ne? Es ist ja jetzt eine Rarität. So, hier bin ich ja vor uns einfach nur lang gerannt, weil hinter mir ja Attacke war. Aus diesem Raum kamen sie her. Was ist denn das jetzt eigentlich hier für ein Raum? Das ist doch jetzt... Ist das geil. Ja, okay. Rundgang komplett. Jetzt muss ich wieder hier durch den... Das kann nicht wahr sein. Komm mal hin. Kamera aus. Der steht ja genau dort.
Steht genau hier. Affe. Wo geh ich jetzt hin? Wenn ich dahinter gehe, da sieht er mich doch. Ich gehe nicht durch diese ganzen Scheißdinger. Ich gehe wieder unten lang. Aber erstmal jetzt schnell die Kamera deaktiviert. So. Ein Glück. Ich meine, ich könnte ja mal aus Quatsch hier mal in den... in den einen Abschnitt gehen, wo es nach rechts weggeht. Hier. Aber nö. Ich weiß, wo ich hin muss. Und da geht es hin. Wenn ich da oben wieder in der Mitte, da komme ich in der Mitte raus. Vielleicht gibt es da irgendwas Schönes. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gibt es dort nichts, was unbedingt wichtig ist, um weiterzukommen. Also jetzt, ich finde jetzt nicht dort unbedingt eine Verbesserung für meinen Plasmaschneider. Oder vor uns schon da? Ich dachte, hier war noch irgendwo ein Schrank zum Verstecken. Aber nur die... Ah, hier vorne. Hm, toll. Oh, geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Ha! Schön, 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 schön. Sehr schön. So, jetzt bin ich mir wieder sicher. Das haben wir uns schon angehört. Dann, jetzt sind die Züge online, dann wollen wir noch mal einen nehmen, nicht? Ah, nee, ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Eigentlich muss ich nicht noch mal klettern. Sie sind Marlon, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Wayland Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayland-Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Ich hab's gehört. Die Taylor hat anscheinend irgendwie schon was gewusst über das Vieh. Interessant, das hätte ich nicht kommen sehen. Intrigen und Verschwörungen. War ja klar, ne? Irgendwo müsste ja wieder sowas kommen. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Ich muss nochmal speichern, das muss sein. Wir haben ein Gespräch gehört und sind mit dem Aufzug gefahren. Das behindert nachher. Das schnellere Vorankommen, wenn man stirbt. Nur die Frage 1 oder 2, welchen nehmen wir denn? Nehmen wir alle beide. Ah ne, es geht ja bis um einer. Oder führen die zu selben Zielen? Man weiß es nicht. Nehmen sie einfach einen Privattransit nehmen. Steht nicht da welcher. Ich denke mal, das wird dann genauso aussehen auf der anderen Seite. Einfach nur zwei Stationen, die in demselben Raum enden. Kommt das Ding? Ja. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Bitte melden
können Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend. Dieser Waggon für den zentralen Apollo-Hauptcomputer Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. Sowas, sowas. Tupol. Erlangen Sie direkten Zugriff auf den Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Ein Weg ins Untergeschoss. Ausweiskarte und ein Joystick für Atari. Für Pong. Pip, pip, pip. Privat, nichts drin. Freigeben. Verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Na, wie ich schon sagte, hier ist dann die 1. Kann man also nichts falsch machen, egal welchen man nimmt. Man kommt immer richtig an. Oh, das endet nicht gut. Ich bin doch voll bepackt mit Waffen. Da macht das Ding doch Alarm. Gibt's einen Lüftungsschacht oder irgendwas? Hm, verdammt. Wenn ich nur in der Mitte durchgehe. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband an. Ach nee, echt jetzt. Und Apollo bedanken sich. Jede Wette. Genau gucken, wo sie das Zeug hier hin bunkern. Scheiße. Echt jetzt, ey. So schön gespart. Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Untersuchen Sie die Schaubilder. Was denn für Schaubilder? Weil das jetzt heißt, ich habe meine Waffen für umsonst dort abgegeben, ey. Das gibt's doch nicht. Was meint ihr mit Schaubildern? Gib meine Waffen wieder! Das sind das Schaubilder? So weit zurück kann ich mir nicht vorstellen. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo Verkaufsvorführung. Was denn für eine Verkaufsvorführung? Da habe ich ja gar nichts gesehen. Wo ist denn eine Verkaufsvorführung? Okay, mal sehen. Lol. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen.
4930. Sicher nur einen Strom für eine Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Jetzt haben wir echt keine Waffen, ey. Ich flipp aus. Ich will irgendwas in die Hand nehmen, was nicht immer im Bildschirm ist. So, links oder rechts? Blau oder orange? Gehen wir mal orange. Ne, klemmen wir doch mal nicht fest. Überall diese geilen Controller hier. Und irgendwelche Autozeitungen. Gut, was haben wir denn hier? Terminal. Nicht viel. Und hier geht's ja noch weiter. Schon wieder für Geräusche. Wir haben jetzt verfolgt, gejagt von. Schalten Sie den Strom aus. Hab ich doch. Und jetzt schon wieder. Hä? Hab ich gerade gemacht? Verwirrung. Unten sind Syntheten, die da rumarbeiten. So, ist das jetzt hier richtig passiert? Hä? Okay, das bleibt bis eine gewisse Zeit. Aber für was? Das bleibt nur eine gewisse Zeit, aber was geht denn damit dann auf oder zu? Was soll ich denn jetzt bitte was machen? Hier ist nirgendwo was zu, auf oder... Ah! Hier geht's also weiter. Ich wollte eigentlich nochmal zurückgehen in die blaue Tür. Ja. Was, das soll ich alles in der Zeit zurücklegen? Das ist ja vor allem mit der Lüftung an. Ich komme nicht mehr zurück. Was ist denn jetzt kaputt? Echt?
lustig. Den ganzen Weg wirklich schaffen, in der kurzen Zeit, bis zu diesen Blitzen dort, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich hab's ja gerade so da hochgeschafft. Komm jetzt hier, gucke nicht so lange dahin. Die sich wieder kontrollieren lässt, ey, das ist Wahnsinn. Das dauert 150 Jahre. Rennen! Kletter doch mal schneller. Meine Güte. Rennen! Da ist immer noch Strom drauf. Verstehe ich nicht. Mach ich irgendwas falsch? Wo geht's denn noch irgendwo anders hin? Ich soll auf jeden Fall in diesen Raum rein hier. Aber wie dann weiter? Hier nicht durch. Soll ich hier eine EMP-Bombe drauf schmeißen? Das ist mir zu doof gerade. Irgendwie. Nehmen wir halt mal die blaue Tür, ne? Aber erst in der nächsten Folge. Das war Plain Games, euer MC Cosmo. Ciao.